Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck 7C Solarpark. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus Deutschland und ist in der Solarenergiebranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 2,8%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 36% und das ist sehr gut, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier schaut es momentan sogar noch besser aus, denn hier haben wir aktuell einen Wert von 22% und auch das ist sehr gut, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier wieder einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also eine Dividende gibt es erst seit 2018 für die Aktionäre und seitdem ist diese leicht angestiegen und am Strich von 0,1 auf 0,11 Euro je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es keine einzige Dividendenkürzung. Und hier vergebe ich insgesamt einen halben Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also hier können wir nicht analysieren, wie die Dividende während der Finanzkrise ausgefallen ist, denn wie gesagt, es gibt erst seit 2018 eine Dividende für die Aktionäre. Und da wir hier keine Analyse machen können, vergebe ich hier insgesamt 0 Punkte, also neutrale 0 Punkte, also weder Minuspunkt noch einen Pluspunkt. Dann zum fünften Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um 2,2% angestiegen und dieser Wert ist nicht so berauschend, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier keinen Punkt. Dann zum sechsten Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende ansteigen und zwar von 0,11 auf 0,12 Euro je Aktie. Und das hat auch selbst die Firma, also die Firma selbst bereits angekündigt, dass man in diesem Jahr die Dividende hier auf 0,12 Euro anheben will. Also das ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber sehr ziemlich sicher, würde ich sagen. Und damit vergebe ich hier insgesamt einen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll der Gewinn je Aktie fallen, und zwar von 0,31 auf 0,18 Euro je Aktie. So zumindest die aktuellen Analystenprognosen für das Jahr 2023. Und hier gibt es von mir keinen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt 7C Solarparken in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 3,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Dividendencheck anbelangt die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt noch zum Bewertungscheck bzw. zum Dividenden, zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Dividendencheck. Und hier landet 7C Solarparken mit den 3,5 erreichten Punkten hier auf dem 8. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und hier sieht man zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Mitte Mai 2023. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. Allerdings, wenn man jetzt hier die Prognosezahlen für 2024 herannimmt, dann ist die Aktie aktuell überbewertet. Also je nachdem, wie man hier vergleicht, haben wir aktuell eine Unterbewertung oder eine Überbewertung. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und zum Abschluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.